Hallo und herzlich willkommen zu Sky Factory 3 Extrem. Heute wollen wir versuchen, die Monsterfarm fertig zu machen und ein bisschen Knochen zu farmen, so dass wir das Knochenmehl kriegen für die Lavaproduktion. Also dann, wollen wir mal loslegen, auch wenn es schon wieder dunkel wird. Ich möchte ja unbedingt Monster verprügeln, aber nicht so. So, das dahin. Oh, 20 Erde. So, wollen wir mal weitermachen, wo wir stehen geblieben sind. Na, sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. So. Nee, das war falsch. Mein Holz. Ach ja. Müsste man sich eigentlich langsam gewöhnt haben, dass die größten Teile der Ressourcen einfach nur da unten landen. Das ist halt so. Ach nee, lieber nicht. So. Und wir haben schon wieder nicht genug Holz. So. Na gut, dafür hat es gereicht. Für den Rest wohl eher nicht. Wir könnten aber schon mal hier. Wie ich sehe, brauche ich auch demnächst wieder was zu saufen. Darf man saufen sagen? Ich weiß es nicht. Holen wir uns noch mal ein bisschen dreckiges Wasser. Besonders, dass es dirty Wasser ist. Oh, warte mal. Vielleicht kann man da ein bisschen bescheißen. Hä? Nee, es bleibt. Es bleibt und ist dreckiges Wasser. Das kann man bestimmt, ja genau, durch die Kohle packen. Brauche ich Zucker? Kann ich's filtern? Aber ich sag. Ob der Effekt jetzt so unglaublich schadhaft jetzt für mich ist, bezweifle ich. Hier haben wir doch Zucker. Hier guck mal. Das kann auch noch weg. Gehört hier rüber. Und dann machen wir den Baumwoll ab. Dann würde ich sagen, wenn wir schon einmal hier sind, jagen wir das mal wieder hier durch. Das mal auch ein bisschen Erde haben. Ich muss es ja dann auch noch sieben, also von daher. Wieso drücke ich eigentlich? Oh Mensch, jedes Mal das Gleiche. Oh nein, er will schon gar nicht mehr den Apfel essen. Ich dachte, ich könnte es noch ein bisschen strecken, indem ich. Ah!
Wie ging das? War da Zucker dabei? Nee. Ach, das ist ein Topf. Fuck. Ah, guck mal, Wasser. Ah, toll. Schön. Wenn ich Wasser kriegen könnte. Ach, gut. Kriegen wir Wasser. Und dann kriegt man auch hier noch. Aber ich glaube, das kann ich gar nicht trinken, wenn ich. Das kann ich trinken, aber das macht mein Lebensmittel nicht. Ja, genau. Das ist also umsonst Wasserverballerung, würde ich mal meinen. Aber hier kann ich, glaube ich, ein bisschen bescheißen. Da drüben, das ist sauberes Wasser. Kein Dirty Wasser. So. Oh, jetzt habe ich mir schon wieder vergessen, die Uhr zu stellen. Ach ja, gut, alles klar. So, wir wollen es ja wieder nicht übertreiben. Brauchen wir ja nicht. Ich glaube, ich muss noch mal was umbauen. Aber das kriegen wir ja schnell hin. So, jetzt machen wir auf der Höhe. Laut Karte wird es als Höhle bezeichnet. Schön. Dann passt es ja schon fast, wenn es laut Karte eine Höhle ist. Wieder Bäume. Aber wenn ich meine Nahrung ansehe, gell? Oh, wir haben ja noch den Donut. Zack. Wir haben ja, wenn es gut läuft, irgendwann mal wieder weitere Karotten. Ich glaube, Rennen fördert auch nicht unbedingt meine Nahrungssituation, aber wir wollen ja heute damit fertig werden. Apropos, selbst wenn ich fertig werden will, muss ich, glaube ich, die Fackeln rausnehmen, sonst wird das auch nicht.
damit müsste sie fertig sein. Ach du Scheiße. Rennen wir mal durch, lass mal alle Bäume wachsen, ist ja schon okay. Aber den muss man auf jeden Fall fällen. Gott, da oben hat ein Holz nicht entfernt. Aber zum Glück haben wir ja. Zum Glück haben wir ja. Ein bisschen Erde, das, da habe ich jetzt nichts dagegen. Wir bauen uns mal kurz hoch und machen da hin weg. Besonders jetzt, wo es Nacht wird. Oh, Scheiße. Oh, ich glaube, da hinten läuft was. Jetzt muss ich auch noch da drüben hin. Da drüben hat es auch einen nicht weggemacht. Dann wird dann meine Axt gelevelt. Ich dachte, da gab es einen Bug. Weg. Ich hoffe, ich habe alle. Habe ich mich verguckt oder? Ne, da hinten läuft nichts. Das ist einfach nur. Doch, da sind Fledermäuse drin. Ach, Fledermäuse bringen mir aber, glaube ich, jetzt gerade so gar nichts. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Irgendwas nicht so richtig zu funktionieren, weil sonst kannst du es eigentlich, glaube ich, wieder in die. Yeah, ich habe ein Holzschwert. Wo habe ich jetzt eigentlich diese komischen Würmer hin? Ach da. Ich hatte es ja noch nicht rausgeholt. Lecker Würmer. Njam, 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 njam. Wo habe ich denn den Spruch eigentlich schon mal gehört? Ich glaube, ich weiß es. Aber. Ist ja egal. So. Es wird schon wieder kalt. Und es ist dunkel. Und ich weiß nicht, ob da oben auf diesen Resten von dem Baum irgendwas spawnt. Schlafzeit. Ah, das Feld da wächst aber auch kaum. Es ist schon der dritte Tag und es ist noch nicht weiter gewachsen. Das ist gerade irgendwie sehr deprimierend. Das da hinten macht meine Laune schon ein bisschen besser. Da hinten sehe ich ein bisschen Aktivität.
versuchen wir mal diese Aktivität da hinten ein bisschen einzuführen. Mal gucken, was es für Viecher sind. Ich schätze mal größtenteils Zombies, wie immer. Oh, gut. Da braucht man was. Skelette würden mich erfreuen. Ich glaube, da ist ein Ender und ein Skelett. Creeper ist auch da. Yay, ich habe meinen ersten Creeper getötet. Nicht ganz fair, aber schön. Und da ist mein Skelett. Ich sehe jetzt keinen Knopf. Schreit aber ganz schön laut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr das jetzt empfindet. Das muss ich erstmal sehen, wenn ich das Video bearbeite. Aber wir haben eine. Wir haben unsere erste Ernteperle. Yay. Habe ich hierfür gesehen und machen. Ist doch schön. Jetzt können wir noch hier ein paar Fackeln machen und wir haben einen Knochen. Das ist schon wieder ein bisschen bitter. Ein Knochen. Ich hatte mir an mehr gehofft. Wieso habe ich das Gefühl, die ist jetzt gerade ins Bodenlose wieder gegangen? Ach ne, da war sie. Ich habe sie gehört. Sie ist aufgeploppt. Ach ja, gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ja, WTF, ein Obsidianschwert. Ah, das kann ich leveln. Das ist ja fast gemein. Oh, ist das gemein. Muss ich mir jetzt erstmal stark überlegen, ob ich das Obsidian-Schwert benutze, aber theoretisch wäre eigentlich mein geleveltes Schwert besser, weil es levelt ja noch ein bisschen. Ach Mensch, hier wird's auch nicht mehr. Könnte man auch langsam weiterwenden. Na gut. Ich habe meine Monsterfarm, das ist schon mal schön. Das freut mich. Prügeln wir jetzt noch ein bisschen Erde hier durch. Ich würde sagen, noch einmal. Ja. Und den Rest heben wir mal auf. Also kriege ich auch wieder ein bisschen was. Wenn das schon mit dem Weizen nichts wird, wird es vielleicht mit den Kartoffeln hier. Bruce sieht, was ist das? Ach, das ist eine Fiesetzung. Aha. Nee, den brauchen wir mal jetzt erstmal nicht. Hier. Dann haben wir ja die Weizen. Ah, einer fehlt. Wo ist meine Axt? So, dann machen wir den Baum hier noch weg und dann würde ich sagen, machen wir auch einen Cut erstmal. Das reicht ja für heute. Wir haben ja unsere Monsterfarm gekriegt und ich würde sogar sagen, jetzt erstmal schon ein gutes Schwert. Also wenn mich mal was überrascht und ich schnell noch reagieren kann,
sollte ich das Schwert immer in der Nähe halten. Es hat ja schon ein bisschen mehr Angriff. Und hält ein bisschen länger. Was ist das? Portaljump. Trading Portal in the Inventory. Aha. Na gut, lass mal erstmal dabei sein. Dann haut rein. Bis demnächst. Ciao.